So Leute, ich bin auf jeden Fall wieder richtig aggressiv. Auf mein scheiß Internet. Ja, tut mir echt leid. Ich werde heute Abend nochmal das Livestream. Wenn du heute Abend nochmal abkackt, dann, wie schon gesagt, ist es erstmal der letzte aktive Livestream gewesen, der dann so läuft. Weil ich ab Montag dann richtig anfange mit Schule. Wahrscheinlich kommen dann auch die ersten Tests und so. Und ja, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall natürlich auch weiterhin natürlich aktiv Livestream, aber in dem Sinne aktiv von eins oder zweimal in der Woche. Ja, wann in der Woche weiß ich nicht, das kann ich euch jetzt nicht versprechen, beziehungsweise euch nicht sagen. Ich versuche es immer dann zu machen, wenn ich dann halt sehr früh zu Hause bin. Und am besten dann, wenn mein Dings, meine Mutter und mein Vater, meine Mutter und mein Stiefvater in Anführungszeichen, die haben ja quasi noch nicht geheiratet, aber werden wahrscheinlich bald heiraten. Und da werde ich auf jeden Fall dann immer streamen, weil dann bin ich immer so 16, 17 Uhr zu Hause. Und dann kann ich halt immer so 3, 4 Stunden streamen bis 20 Uhr oder so. Und ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann Du bis hast mich vergessen, du heute Schwein. Abend. Und ja, weil sonst bin ich ja dann immer schon am Lernen in der Woche oder mit meiner Freundin. Weil Schule ist erstmal wichtiger als Stream und so, Leute. Also das müsst ihr eigentlich relativ gut verstehen können, weil YouTube ist allgemein schon jetzt schon wichtig geworden für mich, ja. Aber ich meine, hey Leute, es ist das letzte Jahr, Leute, na, wenn ich das dann halt geschafft habe, ja, mit guten Noten und so. Ich meine, hey, bis jetzt macht es mir eigentlich mega Bock, Schule und so. Und ja, also ich kann mich echt nicht beschweren bei der Schule, ja, es macht echt schon Bock da zu sein. Und ist ja nun 9. und 10. Digga, und wenn die 9. Praktikum ist, machen wir ja Vorprüfung und dann haben wir unsere Ruhe, wisst ihr. Dann ist so die 10. da und das macht einfach übel Bock, ist einfach mega nice. Ja, und ist einfach so alles so modern und sauber, so die Toiletten sind nicht vollgeschissen und sauber und dreckig wie die andere Schule. Aber so ist alles mega cool, was? Ja, aber Schatz, bitte immer nicht so durcheinander reden und so reinreden, das ist scheiße. Und ja, also meine Freundin hat halt heute Geburtstag und darüber ich halt weiter heute noch ein bisschen feiern und so ein bisschen chillen. Und wenn meine Freundin jetzt nicht immer so zwischendurch reingeredet hätte, hätte ich jetzt nochmal für sie gesungen. Nein, natürlich nicht. Alles gut, Leute. Auf jeden Fall, meine Freundin hat auf jeden Fall heute Geburtstag. Darum will ich halt auch noch ein bisschen Leute mit ihr chillen. Und wie schon gesagt, Leute, wenn ihr da reingehen wollt in die Crew, erster Link in der Videobeschreibung, erst in den Discord rein, denn Discord ist das Wichtigste. Dann müsst ihr euch bei dem Dings anmelden, beim Social Club, damit ihr die Crew reingehen könnt. Und dann würdet ihr irgendwann eingeladen beim PSAP Roleplay Server. Und ja, das war auf jeden Fall das magere Mindest-iPhone von meiner Freundin, das nervt. Und ja, dann sitzen Leute. Nicht spech, pass auf, was du sagst! Und pssst. Und dann, ja, wenn ich auf jeden Fall dann. Oh. Wenn ich halt dann fertig bin mit der Schule, wie schon gesagt, ist nur noch ein Jahr und darum will ich jetzt mein ganzes Zeug geben, weil ich habe in den letzten Jahren mich nicht einmal angestrengt richtig. Und da würde ich jetzt sagen, ich streng mich an jetzt komplett. Also ich setze die ganze Zeit, wo ich mich ausgeruht habe und so, diese Zeit werde ich jetzt einsetzen. Die ganze Zeit werde ich jetzt einsetzen, ja, die ich die letzten Jahre nur verschwendet habe und mich ausgeruht habe, werde ich da jetzt einsetzen, mich da jetzt richtig rein konzentrieren, reingehen, einfach so richtig einfach loslegen mit Lernen, mit guten Noten und so. Ich will das jetzt einfach schaffen, Digga. Ja, und dann, wenn ich die 10. geschafft habe, Digga, Prüfung und so, dann wird es einfach mega babamäßig geil, Digga. Weil wenn ich dann einen Job habe und so, eine Ausbildung und so habe und mache gerade, dann, ja, Digga, nach der Schule ist sowieso erstmal keine Ahnung, wie viele Wochen frei. Und da kann ich dann da immer Livestream, Digga. Jeden Tag 24/7, Digga, wie ihr Lust habt. Weil dann bekomme ich bei der Ausbildung dann noch ein bisschen Geld und so. Kann ein bisschen das Geld erstens für meine Freundin ausgeben und dann für ein bisschen dann für das YouTube-Setup und so. Und dann würde ich erst noch ein bisschen sparen, weil, wie schon gesagt, das Leben ist lange. Das Leben ist kurz. Und da will ich natürlich auch viel sparen und so, damit ich dann dementsprechend noch eine geile Wohnung und so habe oder halt ein Haus. Mal gucken, wie ich es mache. Und ja, weil wenn meine Freundin dann auch eine Ausbildung macht und so, wir beide Geld verdienen und damit fertig sind und richtig Geld verdienen, das alles zusammenlegen und so, müssen wir erstmal so ein Dingsbuch machen, dass wir dann, ja, wie viel Geld haben wir am Ende des Monats noch übrig, wenn wir dann fertig sind mit, also
muss ich dann noch steuern und sie so ganze Scheiß verzeihen, Krankenversicherung und so. Und dann, wenn wir das dann alles bezahlt haben und so, beziehungsweise das ausgerechnet haben, wie viel Geld wir übrig haben, dann, ja, kann es dann richtig losgehen mit der Wohnung und so. Könnt immer drauf an, welche Wohnung wir dann haben, weil wir werden auf jeden Fall so eine 3-Raum-Wohnung haben. Eine richtig entspannte oder eine 2-Raum, mal gucken. Und, ja, so soll ich, freue mich auf jeden Fall schon mega, ja. Und so wird es auf jeden Fall sein. Sorry auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht mehr livestream. Ich werde heute Abend nochmal fett livestreamen und dann wird es erstmal demnächst dann erstmal inaktiv sein. Aber wirklich, Leute, danke auf jeden Fall an alle, die immer so aktiv sind und so. Aber wie schon gesagt, es würde jetzt die Zeit kommen, wo ich dann nicht so krass aktiv bin. Müsst ihr verstehen, weil wirklich Schule ist erstmal wichtiger. Ist ja nur noch ein fucking Jahr, Digga, erstmal ganz im Ernst, Digga. Wer jetzt hatet oder so, Digga, der hat einfach wirklich, der ist Hauptschüler gefühlt. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es ist für euch okay. Grüße gehen nochmal raus an alle, Digga, die im letzten Live schon dabei waren. Alle Ehrenmänner, Digga, auch die nicht dabei waren. Trotzdem alle Ehrenmänner, ja. Und ja, einfach danke für die ganze Unterstützung und so. Ich würde jetzt einfach mal sagen, einfach danke für die Unterstützung und so. Ich wird immer alle dabei, wird alle korrekt und so. Hab heute noch Überraschungsvideo gemacht, so, weil ich wahrscheinlich nachher so schneiden und so ein bisschen und dann vielleicht auch hochladen, mal gucken, aber vielleicht auch nur auf TikTok, vielleicht auch auf YouTube, mal gucken. Lass mich einfach überraschen, mal gucken, vielleicht auch nicht. Ansonsten, wir sehen uns dann heute Abend und ja, freue mich auf jeden Fall, wie schon gesagt, dauert halt natürlich auch alles, aber glaubt mir, es ist einfach so, wie mein Schulleiter es gesagt hat. Es hört sich lange an, 300 Tage oder über 300 Tage, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie viele Tage es sind oder Wochen, bis zur Prüfung, ja, aber es geht sehr, sehr, sehr schnell rum und ich freue mich einfach dieses Gefühl zu haben, gute Noten zu haben, beziehungsweise wenn ich gute Noten habe, wisst ihr, dann dieses Gefühl zu haben, einfach entspannen einfach und wissen, und ich weiß einfach, jo, okay, nice, ich bis jetzt weiß ich, ich habe gute Noten, ich muss mir keine Sorgen machen, ich komme weiter, ich muss einfach immer diesen Schub geben von der Lust, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, diese Lust zu haben, einfach zu lernen und so, diesen Schub von, ich habe es einfach vergessen, dieses scheiß Wort, wie heißt denn das, wenn man richtig jetzt, auf jeden Fall, so wird es auf jeden Fall sein, wenn ich fertig bin mit Schule, werde ich auf jeden Fall dann wirklich wieder anfangen, richtig aktiv zu livestreamen, ansonsten nur halt ein, zwei Mal in der Woche oder so, mal gucken, und, ja, ansonsten, ich habe es für euch okay. Ich denke mal, ich habe jetzt alles gesagt. Und, ja, wie schon gesagt, bis heute Abend. Von mir auf jeden Fall schon mega. Und ja, nicht vergessen an die Leute, die jetzt auch noch unter der 10. Klasse sind. Unter die 10. Klasse sind. Strengt euch einfach an. Ja. Strengt euch einfach an. Wirklich, das Leben ist kurz. Das Schuljahr, die Schule ist kurz. Und nach der Schule geht sowieso richtig los mit der Arbeiten und so. Und ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, dass es jetzt sehr, sehr anstrengend ist. Also schon nicht so entspannt wie in der Schule, muss ich echt sagen. Ja. Das sagt ja so gut wie jeder. Nach der Schule geht's richtig los. Nach der Schule ist es nicht so entspannt wie halt in der Schule, ja. Und wir sind auf jeden Fall, Leute, wie schon gesagt, ich werde jetzt nicht so viel labern. Sind wahrscheinlich jetzt schon bei 5 oder 10 Minuten. Keine Ahnung, vielleicht auch noch länger. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall auch offline, Leute. Habe jetzt nur schnell geht ja online gestartet wegen Video machen. Und ja, ein bisschen RP ist RP, ein bisschen RP dann nachher zocken wieder. Und ja, wie schon gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich vielleicht auch irgendwann auf PC oder so zocke, dann ja, ein bisschen RP und so, welche größere Reichweite habe. Und dann ja, weil auf PC kann man halt viel mehr machen und so, mal gucken, wie ich es mache. Vielleicht auch werde ich auch irgendwann zu Call of Duty ein bisschen zocken dann und durcheinander, so ein bisschen einfach unterschiedliche Games zocken, nicht immer GTA, mal gucken. Und ihr könnt ja eure Meinung reinschreiben, was ihr dazu sagt, was ich in diesem Video gesagt habe. Und ja, nochmal danke an alle Leute, danke, dass ihr einfach so mich unterstützt und so. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall nochmal nach raus und ich werde es auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen entspannen. Vielleicht kann ich nochmal rausgehen mit meiner Freundin und dann ja, nachher nochmal schön den Tag genießen mit meiner Freundin, ein bisschen feiern. Und ja, ansonsten, wir sehen uns dann, ja. Haut rein, bis heute Abend, ciao.